vergessen. Leider. Ja, gut, die ist eigentlich schon seit ein Jahr oder so gerissen, nur ich bin noch nie dazu gekommen, eine neue zu kaufen. Beziehungsweise mit der Gitarre dahin zu gehen und die ersetzen zu lassen. Ja, das wäre es dann eigentlich, ja, mehr kann man, also viel mehr kann man nicht sagen. Ja, ich kann Keyboard und Gitarre spielen. Mein Keyboard ist, ich weiß gar nicht, wo es ist. Das ist irgendwie, ich glaube, bei meinem Stiefbruder ist das und meine Gitarre ist bei mir aber kaputt. So, ja. Ja, das wäre es eigentlich zu dem Thema. Was soll man dazu noch groß sagen? Es war ja nur die Frage, könnt ihr Musikinstrumente spielen und habt ihr welche? Ja, habe ich. Gitarre, Keyboard, kann ich spielen. Ja. Gut, was gibt es denn dann noch? Alter, wie lange dauert die Nacht denn noch? Oh, Skelett. Was gibt es denn noch? Moment, ich kann ja eigentlich mal... Ich sitze ja eh nur rum und anstatt hier rumzuspringen und mein ganzes Essen zu verschwenden, kann ich hier mal gucken. Ja, ich lade gerade außerdem noch zwei Videos hoch. Okay, das Together wird verarbeitet. Gut, muss erst in einer Stunde, nee, in zwei Stunden online sein. Dann kann ich hier mal nach Themen gucken. Was gibt es denn für Themen? So. Gut. Moment. Finde ich hier irgendwo Themen. Weil, sorry, aber ich bin bei Themen irgendwie immer voll einfallslos. Wir suchen die immer im Internet raus. Patrick und ich, ja, wir suchen die Themen immer im Internet. So, was gibt es für Themen? Moment. Hab gleich keins vielleicht. Irgendwie was so und irgendwie so ähnlich. Oder auch nicht. Das kann natürlich auch sein. So. Okay. Ich glaube, ich habe ein, ja, ich habe ein Thema. Und zwar, ja, was hältst du von Rechtschreibfehlern auf YouTube? Zum Beispiel, es gibt ja auch Legastheniker und ja, die machen automatisch Rechtschreibfehler. Und viele werden auf YouTube deswegen angemacht, weil sie sich mal verschreiben. Ich selbst verschreibe mich auch öfters mal, ja, in der letzten Zeit zumindest öfters mal. Zum Beispiel bei den Umfragevideo habe ich als erstes wichtig geschrieben, hatte ein i zu viel drin, weil ich zu schnell geschrieben habe. Oder bei Survival Games, da habe ich statt ein A manchmal ein E gemacht, aus Versehen, halt aus Schnelligkeit ist das bei mir. Aber was halte ich von Rechtschreibfehlern auf YouTube? Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Es ist YouTube, es ist Internet. Es kommt außerdem nicht auf die Rechtschreibfehler drauf an. Es kommt auch mehr auf das Video drauf an, als das, ja, was unter dem Video steht. Oder was als Kommentar steht. Wer achtet denn da bitte auf Rechtschreibung? Also zumindest, also es achten viele drauf, aber ich achte nicht wirklich drauf. Manchmal gucke ich, ob ich alles richtig geschrieben habe, wenn ich einen Kommentar schreibe. Aber es regt mich nicht wirklich auf, wenn irgendwo Rechtschreibfehler sind. Es sei denn, ja, in Satz mit, weiß ich nicht, 10 Wörtern sind davon 9 Wörter falsch. Das regt mich dann doch schon etwas auf. Oder Sätze, die man dann fast gar nicht mehr verstehen kann durch heftige Rechtschreibfehler. Das nervt mich dann auch schon. So, ich glaube, die Nacht geht langsam vorbei, aber die ganzen Monster müssen auch noch verbrennen. Ja, das wäre eigentlich, also ja, ich bin nicht wirklich... Also es regt mich nicht auf, wenn Rechtschreibfehler sind. Es sollten nur nicht zu viele sein. Es sollte nicht der ganze Satz nur Rechtschreibfehler sein. Und man sollte ihn auch noch verstehen können. Gut, ja, was gibt es denn noch? Ach ja, genau. Bist du in einem Sportverein? Ganz ehrlich, nein, bin ich nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich habe schon mal so über Karate oder so
Mann, scheiß Fackel. Ich habe über Karate und so mal nachgedacht, aber irgendwie hatte ich dann nachher doch... Alter! What the fuck? Okay, nachher hatte ich dann doch keinen Bock mehr und... Boah, weiß ich nicht. Jetzt let's play ich. Das war alles noch, bevor ich let's played habe. Beziehungsweise, ich glaube sogar am Anfang, als ich angefangen habe zu let's playen, wollte ich das auch noch. Beziehungsweise vor einem halben Jahr wollte ich das auch noch. Ich bin ja mittlerweile seit fast einem Jahr auf YouTube. Seit irgendwann im Januar. Ich weiß gerade nicht genaues Datum. Aber es sieht man ja auf meinem Kanal, seit wann ich auf YouTube bin. Und ja. So, nächste Frage. Spielst du Fußball? Ja, wie gesagt, nicht im Verein, so aus Spaß mit Freunden oder so. Ja, klar. Macht Fun mit Freunden und warum nicht? Das ist doch lustig. So, muss ich hier mal gucken, was gibt es denn noch so, was ich nehmen könnte? Was hältst du eigentlich von Herobrine? Ja, was halte ich von Herobrine? Ich meine, es gibt ihn ja nicht mal wirklich in Minecraft. Es steht bei fast jeder neuen Version da, dass Herobrine removed wurde. Und ich weiß gar nicht, ob es ihn früher irgendwann mal in einer Version gab, aber so mitgekriegt habe ich nicht, dass es hier Herobrine in Minecraft schon mal gab. Okay, ja. Herobrine, weiß ich nicht. Ist eine Legende. Gibt es eigentlich gar nicht. Habe ich noch nie mitgekriegt, dass es ihn gibt. Und ja, ich finde es eigentlich nur... Ich finde die Legende behindert. Die Legende sagt ja da auch über Herobrine. Das ist Notchs verstorbener Bruder ist, glaube ich. Und ach ja, leck mich doch am Arsch. Scheiß Legende, scheiße ausgedacht. Und ja, dann sollten sie den auch mal in Minecraft einbauen. Dann wäre es, glaube ich, sogar ganz lustig. Aber ja... Die haben ja nie was zu dem gemacht oder so. Es steht fast immer, Herobrine wurde removed in fast jeder neuen Version. Ja, und es gab ihn aber noch nie. Deswegen sehr scheiße. Ich habe auch schon mal als Special Herobrine Mod versucht. Also wollte ich mal machen. Beziehungsweise habe ich auch aufgenommen. Ich bin aber zwei ganze Stunden in Minecraft rumgerannt. Mit einem Herobrine Mod. Irgendwie... man musste da irgendwas machen, um Herobrine beschwören zu können. Habe ich alles aufgebaut. Der Blitz und so kam dann auch. Ja, es ist nun nie in Herobrine gekommen. Also super. Hat echt gut funktioniert und ja. Ja, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. So, jetzt mache ich mir schnell ein Schwert. Habe ich echt keine Sticks mehr? Schon wieder alle verbraucht? So, Schwert. So, jetzt hier Schweine töten, dann kriege ich auch mal was zu essen. Dann muss ich gleich nochmal die anderen, die Schafe töten, dass ich mir ein Bett machen kann. Oh, hier sind schön viele Tiere. Das ist wirklich gut. Ja, ja, heul nicht rum. Ja, ja, heul nicht rum. So, jetzt habe ich 3 Wolle. Das reicht dann erstmal für ein Bett. So. Ich glaube, ich baue mir hier dann mal ein Haus. Ja, ich baue mir hier ein Haus. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Ich brauche ja noch eine Kuh. Also 2 Kühe brauche ich insgesamt noch. Aber jetzt brauche ich noch eine, weil ich noch eine habe. Ja, guck nicht so. Ja, komm, stopp. Um die vermehren zu können. Sonst wird das mit dem Vermehren ja etwas schlecht ohne andere Kuh. Mit der ich die eine vermehren kann. So, ich baue hier mal ein bisschen... Ein kleines Krüppelhaus. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich gleich mit einem großen anfange, aber mit einem großen gleich anfangen, das schaffe ich dann nicht. Und also es dauert dann so lange und dann sind wir die ganze Zeit ungeschützt. Und darauf hatte ich dann keinen Bock. Deswegen. So. Hier mache ich meine Tür rein. Klack, klack, klack. Ja, ich verarbeite gleich mal alles. Ein Stack habe ich jetzt. So, genau ein Stack, cool.
So, ich muss mir dann gleich mal ein Bett bauen, dass ich für die nächste Nacht geschützt bin. So, das Schaf, die Schafe vertreibe ich gleich noch aus meinem Haus. Ja, hört auf hier rumzuspringen. Hört auf meinen schönen Teppich aus Gras und Erde und noch mehr Gras zu zerstören, zu zerfressen, mich anzugucken. Mich anzugucken, geht doch. Okay, ja, ich glaube, das mit dem Dach sieht dann etwas schlecht aus. Vor allem kann ich das hier nur zwei hochbauen. Ja. LOL! Alter! Ey, Mann, das waren zwei Blöcke! Oh, Mann, Alter! Ich bekomme hier die ganze Zeit bei einem Block Schaden, ey. Was ist das? Schon wieder? Okay, das waren, glaube ich, sogar zwei. Egal, aber sonst... Ja. Aber sonst ein Block und ich bekomme immer Schaden. Jetzt bin ich bei einem Block gestorben und das ist irgendwie scheiße nervig. Ja. So, meine ganzen Sachen. Sorry, Experience wieder weg. Scheißteil. So, ja, ich mache mir dann mal eine Steinaxt. So, hier erstmal alles ordnen. Holz habe ich nicht mehr. Ja, ich mache hier mal schnell Home und gehe los. Ich meine, Essen brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich, ey. Kann aber mal einen Ofen machen und das Essen, was ich habe, schon mal kochen lassen. Braten lassen. Keine Ahnung. So, und jetzt erstmal neues Holz holen, mehr Holz holen. Ich wünsche, wir hätten Timber, dann hätten wir schon viel mehr Holz. Weil das nicht so lange gedauert hätte. Hallo Schaf, machst ein schönes Bad. So. Mein Baum. Ne, den lasse ich da. Den hier baue ich ab. Der Steinaxt ist das ja schon viel gemütlicher, hier so einen Baum abzureißen. So, und den hier auch noch. Und dann passt das bald alles. Dann beende ich auch gleich mal die Aufnahme. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir jetzt sind. So, ja. Irgendwie kratzt mein Hals gerade und ich habe nichts zu trinken hier. Ja, ich beende gleich mal die Aufnahme und hol mir was zu trinken. Schnell. Denn mein Hals kratzt extrem. Ich müsste gerade eigentlich mal so ein bisschen husten, aber das versuche ich gerade zu unterdrücken. Ja, dafür kommt das immer und 21, so. Okay, ich muss noch ganz kurz gucken. What the fuck? Jetzt buggt YouTube schon wieder rum. Das eine Video ist jetzt die ganze Zeit schon, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, schon eine halbe Stunde beim Verarbeiten. Das ist noch bei 0% Verarbeitung. Alter, Mann! Ja, Alter! Der Fallschaden wurde um einiges erhöht. Ey, bei einem Block bekommt man jetzt schon so viel Schaden. Wie scheiße ist das denn bitte? Scheiße, sieht das denn bitte aus? Das ist eigentlich blau. Death Point, ja, deine Mutter ist ein Death Point. Ich will ja auf dieser Welt keine Death Points haben. Alter, jetzt erstmal ausstellen. So, ich habe auf der Welt keinen Death Point. Ich bin noch nie gestorben, also gut. Fackeln, Fackeln. Oh, ich dachte schon, die Fackeln wären alle weg. Nee, ich mach das mal da und dahin. Ja, du kannst da bleiben. So eine Tür. Tür, 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 Tür. Klack. Da geht die Sonne schon unter. Folgt die schnell unter. So. Alter. Die ist hier vorne einfach nicht so mega leuchtet. Nur weil da drin ein paar Fackeln sind. Aua. Und ich mir jetzt erstmal schnell ein Bett mache. Um in der Nacht zu pennen. So.
Jetzt vernichte ich hier drin mal das Gras, das nervt mich. So, essen. Das da rein und essen. Gut. So, das dahin, dann mache ich mir gleich meine Kiste. Eine Doppelkiste. Habe ich gerade so umentschieden. Erst wollte ich nur eine machen und jetzt mache ich eine Doppel. Mann. Hallo. Das sieht so scheiße aus mit dem Shader. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, wozu ich noch eine Umfrage starten wollte. Genau. Bald wird noch eine Umfrage kommen. Vielleicht auch schon, bevor das Video rauskommt. Ich weiß es nicht. So, erstmal Eisen. Klack, 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 klack. So. Und dann würde ich mal... Ja. Und ich bekomme gleich einen Kommentar zu der Umfrage. Und noch einer für Singleplayer. Ja, noch einer für Singleplayer. Gut. Damit steht es gerade 18:2 für Singleplayer. Also, ja. Gut. Und jetzt wird es auch Nacht und ich gehe mal pennen. So, und das war es dann für diese Aufnahme, für die, keine Ahnung, wievielte Folge, da ich nicht weiß, wie lange wir aufnehmen, da ich diese Folge nicht mit Audacity aufgenommen habe. Also, ja, ich würde mal so sagen, bis zur nächsten Folge Singleplayer oder... Das, was morgen so kommt, und dann ciao, Leute.